Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man selber so einen coolen Teich bauen kann. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. So, das erste, was ich mache, ist meistens ein Rechteck, das ungefähr so groß ist, wie ich es haben möchte. Ich mache jetzt in diesem Fall mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 3 Blöcke. Also ungefähr so groß. Und dann gebe ich dem Ganzen so ein bisschen Form, indem ich mal unten und mal oben ein paar Blöcke wegmache und dann versuche das so ein bisschen runder zu machen, weil Teiche sind ja meistens eher rund. Dann müsst ihr euch das angucken und dann seht ihr ja, wo halt die Ecken auch so ein bisschen doof aussehen vielleicht, hier zum Beispiel jetzt so. Ich denke, so kann man das lassen. Und dann, was ihr machen solltet, ist die Blöcke austauschen, denn ihr seht, jetzt haben wir hier noch überall Grasblöcke und das sieht ein bisschen komisch aus vielleicht als See. Und was ich euch da empfehlen kann, ist eine Menge Sand zu nehmen und auch Kies und das dann mit ein bisschen Cobblestone und ein bisschen Dirt quasi noch zu ergänzen. Weil Sand und Kies sind halt so die Blöcke, die man, oder halt so auch im Real Life so quasi die Sachen, die man am meisten zum See sehen würde. Wahrscheinlich. Und dann fangt ihr einfach an, hier ein bisschen auszutauschen. In der Mitte lasst ihr nochmal ein bisschen frei, denn dann machen wir gleich noch ein bisschen was weg, damit wir hier eine tiefere Ebene quasi bekommen, weil Seen sind ja auch tiefer oder Teiche in der Mitte. Und da müsst ihr dann auch wieder gucken, dass es ungefähr so passt. Ich würde sagen, das ist noch ein bisschen zu eckig. Machen wir mal so. Ja, ich denke, so geht das. Und dann könnt ihr auch hier unten die Blöcke austauschen. Und wie ihr das macht, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist halt überall ein bisschen und dann hier auch ein bisschen am Ufer. Das ist ja auch meistens dann noch ein bisschen Sand. Einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen Sand hin platzieren quasi. Das gleiche macht ihr dann auch noch mit dem Kies oder mit dem Gravel. Da allerdings nicht ganz so viel. So. Ich mach mal so, reicht das schon? Hier vielleicht noch einen hin. Hier unten fehlt auch noch ein bisschen was. Ihr müsst halt gucken, dass es ungefähr ausgeglichen ist. Und ja, ein Teich wird halt dann gut, wenn es quasi ein bisschen unperfekt ist. Das ist natürlich auch immer toll. So. Und wenn ihr das dann habt, dann macht ihr noch ein paar Cobblestones dazwischen. Ist auch mal ganz cool, man hat ja auch mal Steine im See oder im Teich. Und dann macht ihr das gleiche nochmal mit Dirt. Sieht dann so ein bisschen schlammig aus, vielleicht im Boden. Und damit tauscht ihr jetzt auch das ganze Gras aus. Weil Gras wollen wir hier gar nicht haben. Später machen wir dann noch ein bisschen was mit Seegras, aber das ist auch das einzige Gras, das wir hier haben wollen. So. Hier oben vielleicht noch ein bisschen. Das sieht dann halt, wie gesagt, ein bisschen schlammig aus. Na, gerade nasse Erde und so weiter. Und ich würde sagen, das sieht schon mal ganz gut aus. So, was wir dann machen, ist einmal hier Blöcke hin. Ich mache jetzt hier mal blaue Wolle, damit ich weiß, was ich gleich kaputt mache und was nicht. Und dann fluten wir das Ganze mal mit Wasser. So. Dann können wir auch die Blöcke schon wieder wegmachen. Das war eben nur kurz. Oh, jetzt habe ich da einen weggemacht. So. Das war gerade nur kurz, damit das Wasser halt auch überall hingeht. So, und ich würde sagen, das sieht schon mal richtig gut aus. Und was wir jetzt machen, ist natürlich noch ein bisschen Flora dazu, also ein paar Blümchen und so weiter. Weil so könntet ihr das natürlich lassen, sieht natürlich aber ein bisschen langweiliger aus als das, was wir hier haben. Und ich klaue mir mal hier eben kurz die Sachen, die ich hier habe. Also wir haben hier einen Baum, den mache ich aus Spruce Wood mit Jungle Leaves. Dann haben wir hier noch ein paar Büsche auch aus Dschungelblättern und Zuckerrohr, Lilypads und Rosen und Rosenbüsche. So, und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Zuckerrohr an. Was ihr hier machen könnt, ist, manche 4 hoch zu machen und manche nur 3 hoch, weil normalerweise wächst ja Zuckerrohr nur 3 hoch. Und wenn ihr dann zwischendurch mal welche habt, die 4 hoch sind, dann ist das ein bisschen abwecklung, das ist eigentlich ganz cool. Und ich würde sagen, wir machen den lieber hier hin. Was ihr hier auch machen könntet, wäre tatsächlich, wenn wir Strings nehmen, dass ihr die auf 2 Höhe lasst. Und zwar, wenn ihr sie 2 hoch habt quasi, dann würden sie normalerweise hier noch hoch wachsen, bis zum dritten quasi. Aber wenn ihr da dann einen String rauf platziert, so wie ich es jetzt gemacht habe, dann wachsen die halt nicht noch höher. Das bedeutet, ihr könntet theoretisch 2 hohe Zuckerrohrsträucher hier stehen haben. Na, ich mache jetzt mal 3 hoch, weil ich es irgendwie genau schöner finde, wenn es 3 hoch ist. So, hier auch nochmal. Und hier vielleicht. Dann müsst ihr halt gucken, was gut aussieht. Ich würde sagen, so machen wir das. So, und dann machen wir vor, das ist gar nicht Jungle Leaf, das will ich haben. Vor die machen wir dann so ein paar Lilypads einfach. Da müsst ihr auch aufpassen, dass nicht zu viele sind, so wie ich jetzt gerade gemacht habe. Einfach so ein paar. So. Sagen, das reicht. Oder hier vielleicht noch. Ja, das sieht, denke ich, gut aus. Und dann machen wir noch ein paar Büsche. Macht die einfach Blätter auf den Boden. Hin und wieder mal einen, der ein bisschen höher geht als die anderen. So. Hier auch nochmal. Einfach irgendwie. Am besten gar keine Gedanken machen, sondern einfach platzieren. Dann wird es immer am besten. Mir auch aufgefallen, als ich es überlegt habe, wie ich euch das am besten erkläre. Und dann habe ich ganz komische Sachen gebaut. Also deswegen einfach, wie gesagt, am besten hinspammen. Und dann gucken, ob es gut aussieht. Hier zum Beispiel würde ich hier hinter noch was machen, so den vielleicht hoch. Hier können wir noch einen in die Erde machen. So, ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus. Und hier vielleicht noch einen kleinen Busch. So vielleicht. Und hier vorne auch nochmal einen, der vielleicht ein bisschen höher ist nochmal. So,
Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, damit bin ich doch zufrieden. So, was wir als nächstes machen ist, wir kombinieren Rosenbüsche und Rosen. So, platzieren wir die Rosenbüsche immer schön dicht an den Busch quasi dran. Sieht dann so ein bisschen aus, als wären das so die Blüten vielleicht vom Busch oder so weiter. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht so aus. Ich glaube... Ach, keine Ahnung, ist auch egal. So, und dann tun wir davor noch so ein paar Rosen. Das sieht dann so aus, als wären das so kleine Ausläufer oder quasi das, wo die Pflanze jetzt anfängt zu wachsen und noch nicht so groß ist. Eigentlich immer ziemlich nice. Das kommt immer ganz gut zusammen rüber, finde ich, wenn man sich das jetzt so anschaut. Ja, das kann man machen auf jeden Fall. Und dann platzieren wir jetzt noch einen Baum hier vorne hin. Ist immer so das, was am schwierigsten ist, weil Bäume immer schnell komisch aussehen. Ich will so einen Baum machen, der so hängende Blätter quasi direkt über dem See hat, also irgendwie sowas. Auch hier wieder einfach am besten irgendwie platzieren, damit es am besten und nicht drüber nachdenken. So, dann könnt ihr noch so ein paar Wurzeln hier hin machen, die dann vielleicht auch so wie hier in den Teich reingehen. Macht ja auch Sinn, sieht man ja auch häufig so in der Natur tatsächlich. So, und ich würde sagen, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich mach den hier vielleicht nochmal so. Okay, hier mal nochmal einen hin, glaube ich. Und hier vielleicht. Einfach gucken, dass es so einigermaßen aussieht. Da kommen ja eh noch Blätter drüber, dann sieht man es nicht mehr so toll. So, das machen wir jetzt auch, und zwar Blätter hier rüber. Was sich hier für mich bewährt hat, ist, dass sie am Anfang erstmal so eine kleine Kugel quasi baut. Und darum dann so ein bisschen verziert. Also ich mache die meistens so drei hoch. So in etwa. Und dann mache ich hier in der Mitte einmal so einen Streifen lang quasi. Dann habt ihr nämlich so ungefähr die Form und dann fange ich halt an, so ein bisschen drumherum zu bauen. Zum Beispiel wollten wir so hängende Blätter haben. Dann mache ich dann hier mal, denke ich, was hin und hier vielleicht. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Und dann baut ihr da drum noch ein bisschen was, damit es nicht ganz doof aussieht. So. Hier vielleicht noch was hin. Hier noch ein bisschen. Also das müsst ihr einfach ausprobieren. Ein bisschen üben. Am Anfang sehen die immer scheiße aus und ich baue auch noch immer richtig oft einfach Bäume, die komplett scheiße aussehen. Und ja, aber der hier geht ja eigentlich. Der Stamm sieht ein bisschen komisch aus irgendwie. Muss ich den dicker machen? Natürlich auch wieder immer schwierig rauszukriegen, warum der gerade doof aussieht. So, ich mache da unter nochmal ein paar Blätter, so. Vielleicht wird es dann besser. Der sieht hier noch so ein bisschen zu leer aus. Hier nochmal eine Schicht quasi hin von Blättern. So. Vielleicht hier auch nochmal so einen hängenden. Okay, nicht ganz aufs Zuckerrohr vielleicht, mach ich mal so. Und hier vielleicht noch einen und da. Ja, das ist zu viel. So. Ja, ich denke, man kann das so lassen. So. Und auf die Art baut ihr eben einen kleinen Teich. Ihr könnt das natürlich auch noch viel größer bauen und dann müsst ihr aber nur darauf achten, dass ihr noch tiefer geht als nur einen Block. Also ich tendiere immer dazu, dass ich quasi so zwei bis drei Blöcke Schichten habe. Also wenn jetzt hier zwei Blöcke sind, dass es dann ein runtergeht und wenn jetzt nochmal zwei Blöcke sind, dass es dann wieder runtergeht. Das würde ich euch so als Tipp geben. Und ansonsten, je größer ihr den baut, desto mehr Pflanzen müsst ihr natürlich bauen. Also verschiedene meine ich. Dass ihr dann vielleicht auch mal andere Blätter benutzt und noch mehr verschiedene Blumen und so weiter und verschiedene Bäume, dass ihr vielleicht auch mit Birke was baut und so weiter. Das sieht halt insgesamt ein bisschen vielfältiger aus und das macht irgendwie immer so die Musik, finde ich, bei solchen Sachen. Und ansonsten, ich hoffe, ich habe euch geholfen mit dem Video und es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal ein Hashtag Teich in die Kommentare, denke ich. Und dann, ja, würde ich sagen, Jungs, haut rein, Mädels auch. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.